Tagesordnungspunkt 4, Nachwahl eines Mitglieds der Parlamentarischen Kontrollkommission. Nach dem Gesetz zur Parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes. Meine Damen und Herren, einen Moment noch. Sind doch gleich fertig, sind noch 25 Seiten. Wahlvorschlag Fraktion der SPD, Nachwahl eines Mitglieds der Parlamentarischen Kontrollkommission. Nach Absatz 1 Absatz 2 des Gesetzes zur Parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes wählt der Landtag zu Beginn jeder Wahlperiode die Mitglieder. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtags auf sich vereint. Die Parlamentarische Kontrollkommission besteht aus 7 Mitgliedern, scheidet ein Mitglied aus. So verliert es seine Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Kontrollkommission. Es ist unverzüglich, ein neues Mitglied zu wählen. Am 8. Dezember 2021 hat Nancy Faeser auf ihr Mandat verzichtet. Fraktion der SPD schlägt die Frau Abg. Heike Hoffmann zur Nachwahl vor. Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht und es widerspricht auch keiner der Wahl durch Handzeichen. Wer für diesen Wahlvorschlag ist, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Grüne, SPD, Kollege Kahn. Wer ist dagegen? Was wollen wir mit der Linke? Ihr enthaltet euch. Und AfD auch. Also AfD und Linke haben sich enthalten. Damit mit dieser Mehrheit gewählt. Die Kollegin Heike Hoffmann als Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission.